Hallo und herzlich willkommen auf der Eurobike in Friedrichshafen. Hinter mir sehen Sie die Messehallen, in denen rund 1000 Aussteller die Neuigkeiten für das Jahr 2011 präsentieren. Rennrad TV wird sich für Sie in den Hallen umschauen und wird Ihnen präsentieren, was im kommenden Jahr auf Sie wartet. Kommen Sie mit und haben Sie viel Spaß. Wir sind hier am Stand von Bosch. Bei mir ist der Herr Jeske. Bosch hat jetzt auch einen E-Bike-Motor entwickelt in Eigenregie. Und der Herr Jeske ist der Kopf der ganzen Sache. Herr Jeske, wie kam es zu dem Projekt? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier bei euch sein kann. Wie es dazu kam, wir haben vor 2 Jahren gestartet. Wir haben den Markt analysiert und gesagt, E-Mobility ist ein Riesentrend. Wir sehen es an den Zuwachszahlen. Wir haben in Cannondale einen Kooperationspartner gefunden, der mit uns gearbeitet hat und rausgekommen ist ein tolles Design, eine tolle Komponente und die liegt hier. So, dann haben wir das gute Stück hier vor uns liegen. Was sind die Merkmale des Motors? Also erstmal, er ist relativ kompakt, das ist der kompakteste weltweit. Es ist der Motor integriert, Elektronik, Getriebe, alles in einer Einheit, leicht, unter 4 Kilogramm. Und der Vorteil ist, dass es, ich sag mal, wie ein Diesel ist. Er hat ein tolles Drehmoment, eine tolle Kraftentfaltung, für Mountainbike ideal. Es gibt tolle Beispiele, wie man auch fahren kann. Es gibt Designs, die einfach toll aussehen mit der Einheit. Das ist der wesentliche Vorteil. Sie haben gerade die Kraftentfaltung und die Leistung angesprochen. Was haben wir da konkret anliegen? Eine Kraftentfaltung ist, ich sag mal, ich bin selber gefahren, Mountainbike am Berg. Sie haben halt eine richtige tolle Unterstützung. Sie können anfahren, sie müssen nicht reintreten, sondern sie haben wirklich eine tolle Eigenschaft, eine tolle Fahreigenschaft. Und Zahlen? Zahlen, ja gut, es ist ein 250 Watt Motor, der aber auch Spitzenleistung bis 500 Watt bringt und das brauchen sie gerade bei solchen Situationen. Und was neu ist, ein Sensorkonzept mit 3 Sensoren. Also ich habe eine Drehmomentsensierung, ich habe eine Trittfrequenzsensierung und was ich neu mache, ich messe auch die Geschwindigkeit des Fahrrads. Und aus der Information kann ich den Fahrerwunsch ideal detektieren und auch die richtige Unterstützung bringen. Und das ist neu am Markt. Welche speziellen Merkmale muss ein Rahmen aufweisen, um das Getriebe zu fassen? Oder sind herkömmliche Rahmen damit verfügbar? Also es gibt keinen Nachrüstsatz in dem Sinne, sondern ich muss den Rahmen spezifisch modifizieren. Ich muss das Bottom Bracket ändern. Ich muss dort 3 Schrauben reinbringen, damit die Einheit montierbar ist. Das war die einzige Änderung. Ansonsten ganz wichtig, das Fahrrad bleibt, wie es ein Fahrrad ist. Also Radstand bleibt erhalten, das Design eines Mountainbikes bleibt. Und das ist eigentlich das Tolle an dem neuen System. Ich habe geringe Änderungen der Rahmen. Haben schon weitere Bikefirmen angefragt? Ja, mittlerweile haben wir sehr gute Resonanz. Wir haben mit 14 Marken gerade. Wir werden in Serie gehen nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, also im Februar. Und wir notieren gerade weitere Aufträge. Ja. In welcher Preislage bewegen wir uns dann? Also es ist oberhalb 2000 Euro typisch. Aber wir haben nicht nur die Sportive Bikes im Programm, sondern wir haben Urban Bikes, Tracking, genauso Lösungen. Aber typisch 2000 plus minus in dem Bereich. Wird es dann auch eine Hybrid-Variante geben? Das ist ein Muscle Hybrid, sagen wir. Eine Hybrid-Variante wird es nicht geben. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke auch.